Name ist Maike Sterk, ich bin praktizierende Tierärztin mit einer eigenen Kleintierpraxis und arbeite seit 15 Jahren schwerpunktmäßig im Bereich der Zahnmedizin. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen heute gerne was erzählen über Plaque-Bakterien in der Maulhöhle von Hund und Katze und was sie alles anrichten können. Plaque ist etwas, was bei jedem von uns vorkommt. Sogar unmittelbar nach dem Zähneputzen fängt es wieder an, dass sich Plaquebelege auf den Zähnen bilden. Wir wissen das. Wir putzen unsere Zähne deshalb zweimal am Tag und bringen unseren Kindern bei, dass sie das auch tun müssen, damit die Zähne gesund bleiben. Bei Hund und Katze ist das tatsächlich etwas, was scheinbar für viele Besitzer immer wieder völlig neu ist, dass sich auch dort Plaquebelege auf den Zähnen bilden können. Diese Plaquebelege bestehen hauptsächlich aus Bakterien, die zu einer schlechten Mundhygiene führen, zu einem schlechten Geruch tatsächlich auch, der uns dann häufig auffällt. Nach Einlagerung von Mineralstoffen in diese Plaque auf den Zähnen bildet sich dort Zahnstein. Zahnstein ist dann sehr fest, porös, dort lagern sich neue Bakterien ein. Die Bakterien und dann auch in der Kombination mit dem Zahnstein führen zu einer Reizung des Zahnfleisches, zu einer sogenannten Gingivitis. Wir haben eine Rötung des Zahnfleischsaums, das ist direkt an den Zähnen. Oftmals geht es sogar so weit, dass man es nur leicht berühren muss und es fängt schon an zu bluten. Wenn Sie Ihrem Hund ein Kauspielzeug geben und der beißt da zweimal drauf und hat dann Blut dort dran, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass hier tatsächlich schon eine Zahnfleischentzündung und Zahnfleischblutung vorliegt. Lässt man die nun unbehandelt, dann schreitet sie fort. Sie wird sich ausbreiten, übergreifen auf den Zahnhalteapparat, das sogenannte Parodont, und dann eine Parodontitis verursachen. Das kennen wir auch vom Menschen. Jeder von uns, der regelmäßig seinen Zahnarzt besucht, der hat das schon mal gehört. Und er hat auch schon gehört, dass Parodontitis dem ganzen Körper schadet, nicht nur den Zähnen. Primär führt es natürlich erstmal zu einem Verlust von Zahnhalteapparat und damit im schlechtesten Fall auch zu einem Verlust von Zähnen. Aber über diese massiven Entzündungen der Maulhöhle bei Hund und Katze kommt es auch zum Abstellen von Bakterien in den gesamten Körper. Wir können Entzündungsquellen aus der Maulhöhle dann im Herzen, in der Leber und in den Nieren finden. Wir haben eine massive Belastung des Immunsystems. Aus der Humanmedizin weiß man mittlerweile, dass Plaquebakterien sogar eine Demenz nicht direkt verursachen, aber zumindest deutlich erschweren können. Das vermuten wir auch beim Tier. Deshalb ist Zahnpflege ganz, ganz explizit wichtig, auch für Hund und Katze. Es gibt heute sehr, sehr schöne, moderne Zahnpflegemittel. Sie müssen also nicht mehr mit der Zahnbürste versuchen, Ihrem Hund hinterherzulaufen und die Zähne zu schrubben. Es gibt die Möglichkeit, den Hund sich selber die Zähne putzen zu lassen. Das ist ganz hervorragend und ich würde es jedem empfehlen. 1-2 Leckerlis am Tag und die Maulhöhle des Hundes ist hervorragend geschützt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Machen Sie es gut.